Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replay Cast. Ja, wir haben ZVT Map Nummer 4. Wir haben Snoot hier in Rot als Zerg. Gegen den Terraner in Blau, das ist Kalasur. Und ja, es steht 2:1, Kalasur konnte sich dann doch mal eine Map holen und Snoot dieses Mal wird selber der aggressive Part, baut hier eine Proxy Hedge gegen Kalasur, der hier mit Gas und Rex eröffnet. Das könnte für ihn okay verlaufen. Wenn er diese Hedge natürlich findet, ist es mega, mega geil. Wenn er diese Hedge nicht findet, kann das ziemlich hässlich für ihn enden. Ja, Snoot hier, tatsächlich, das ist wagemutig von ihm. Natürlich, er hat immer noch den Map-Vorsprung. Fühlt sich wohl ziemlich sicher, dass er gegen Kalasur in einem potenziellen fünften Match auch gewinnen kann. Sonst würde er hier nicht zu so einer BO greifen. Ja, eigentlich, SV-Scout hier von Kalasur ist da und findet hier direkt die Hedge. Überhaupt kein Stress für Kalasur. Er weiß genau, was los ist. Und das ist hier richtig, richtig schlecht für Snoot. Zumal er eben nicht weiß, dass Kalasur das weiß. Das SCV hier ist, hat natürlich den wesentlich größeren Sichtradius als die Hedge. Snoot hat davon noch überhaupt gar nichts gesehen. Und dessen Kalasur weiß eben von der Hedge ohne Probleme, kann natürlich jetzt hier einen Wall-In schrauben, kann hier einen Reaktor hinsetzen, damit hier auch der Wall-In dicht ist. Reaper wird hier trotzdem mal rausgerallied. Mal sehen, ob es überhaupt einen Reaktor gibt hier. Nein, es kommt stattdessen hier ein Marine. Natürlich frühe Defense wäre von Vorteil. Hedge ist gleich durch, Roachfang kommt mir dazu, zweites Gas hier. Snoot hier wohl mit Proxy Ravagern. Auf One Base natürlich das Ganze. Wenn das ein Reaper versucht, den Counter Damage zu machen, weil Snoot einfach zu der Zeit nicht wirklich viel an Defense zu Hause haben kann, es kommt jetzt noch eine Queen mit an diese Proxy Base. Kühlspferd läuft dann so nach und nach vorwärts. Und Snoot möchte dann natürlich die Belagerung anfangen. Jetzt hier nach dem ersten Marine kommt ein Reaktor. Der Marine einfach für Notfall Defense. Da sind Linge dran, da werden Drones ein bisschen in die Gegend rumgeworfen. Snoot da ein bisschen übersaturiert, auch an einem Gas gerade. Linge wird mir angeschossen und momentan Snoot möchte natürlich nicht so viel Geld in diese Basis stecken. Das ist überhaupt nicht sein Sinn und Zweck, sondern er möchte das natürlich alles Proxy als Roaches bauen. Da kommt die Queen nochmal vorwärts, um den Reaper zu vertreiben. Die ersten drei Roaches werden hier gebaut. In Check kommt nochmal mit zu. Und dann wird es hier ordentlich losgehen. Snoot hat auch einiges an Gas, kann er nochmal zwei Ravager direkt morphen. Gleich auch sogar drei. Zwei kommen direkt. Und jetzt hier kann es gleich noch einen dritten geben. 75 Gas pro Ravager. Ja, Queen hier ist mit dabei. Natürlich kann Creeps setzen. Unter Umständen oder dem Injecten. Reaper scoutet das Ganze mal hier. Und jetzt hier geht's von Snoot vorwärts. Natürlich Corrosive Biles zum Gebäude steppen. Da ist ein Bunker, der macht schon mal gut Schaden am ersten Ravager. Da sollte es ziemlich schnell ein Repair kommen. Eigentlich momentan nur wenig SCVs mit vorwärts getestet. Ist ein zweiter Bunker mit da. Einfach der Bunker ist ziemlich wichtig hier. Der Reaktor wird nicht lange halten. Hier wird gerade nochmal ein bisschen Cutter repaired. Momentan nicht so viele Marines da eigentlich. Es kommt hier ein Panzer für Kalasur. Und der Panzer kann sich sehr, sehr gut auswirken. Trotzdem, er ist momentan hier Supply Block, heißt, er kann gerade nicht wirklich viel anderes bauen, außer diesen einen Panzer, der noch im Bau befindlich ist. Der Reaper hier tänzelt ein bisschen dagegen rum, Ravager haben schon ein bisschen Schaden genommen. Snoot baut weitere Roaches. Und Kalasur hier muss das nach wie vor defenden. Der Bunker wird jetzt hier angegangen. Panzer hier sollte sich vielleicht aufklappen. Siege Mode für mehr Range. Ja, da wird der Bunker nicht nochmal beschossen von Corrosive Biles, der eine Marine hier. Sieht sich auch nochmal einen Bunker. Jetzt ist Panzer mit draußen. Jetzt eigentlich geht es auch aggressiv vorwärts. Da kommen noch Fuses auf die Ravager. Da werden nochmal ein paar SCVs rausgenommen. Bunker ist hier kurz vorm Fallen, aber wird hier doch nochmal counter-repaired. Und der Panzer ist einfach gerade so ein wichtiger Punkt für Kalasur. Snoot kommt da einfach nicht hin, hat nicht genügend Range, um dieses Ding zu snipen. Seit der Bunker wird jetzt hier auch besetzt. Und damit Kalasurs Defense wird besser und Snoot hat eben immer noch One-Base quasi. Versucht trotzdem nochmal Schaden zu finden. Kriegt jetzt hier eigentlich vom Panzer mehr ins Gesicht. Da geht es mal auf den Bunker. Der wird hier eigentlich im letzten Sekunde doch nochmal counter-repaired. Überlebt hier und jetzt ist das Medivac mit dabei. Jetzt kann hier der Panzer schön gemicrot werden und ständig auf die Road Ravager schießen, ohne selber gesnappt zu werden. Es ist nichts da, um das Medivac an Bewegung zu hindern. Solange hier Kalasur drauf aufpasst, sollte er diesen Rush von Snoot doch defend können. Auch der Overlord hier wird jetzt gesniped, damit Snoot hier aktuell Supply blockt. Und damit sollte das Kalasur zu größten Teilen abgewehrt haben. Es kommen nochmal weitere Roaches. Snoot möchte es natürlich nochmal versuchen, eigentlich gegen Doppelbunker, gegen weiteren Panzer hier oben, der auch gerade noch repariert wird. Also Kalasur hier wirklich sehr bedacht drauf, da vernünftig defensiv dann zu stehen. Snoot hat keine weitere Basis im Bau, sondern er möchte das jetzt hier wirklich mit einem finalen Push, wie es scheint, beenden. Es sieht wie kein Stück nach Transition aus. Nein, er versucht stattdessen, das Medivac zu snipen. Aber keine Chance. Natürlich zwei Queens können das Medivac fokussen. Das muss vorsichtig sein. Lädt eigentlich sofort den Panzer ein. Auch der Zeit der Overlord wird hier angegangen. Hat hier schon viel Schade genommen. Panzer hier setzt nochmal einen Schuss ab. Wird jetzt hier wieder evakuiert. Marines rennen weiteres Mal in die Bunker. Bunker sind besetzt. Drei Panzer hier da. Da wird nochmal der zweite Bunker mehr und mehr angeschossen. Da ist eben der Overlord immer noch am Leben. Was die Shots hier sollten, nicht sicher.
und Suit hier. Jetzt kommen tatsächlich wieder Drones von ihm, aber er ist eben immer noch One Base hier. Wenn das ein hinter Taran ist, sich bereits in der Ratsche wird gemütlich. Und Taran hat einfach über Zeit die wesentlich bessere Army-Komposition. Marine Tank mit Medivac-Unterstützung ist einfach so viel solider als Roach Ravager. Man sieht hier schon der Schaden vom Panzer. Da musste ich Finch bei jetzt Intensius einsetzen, hat kaum noch Energie übrig. Snoot hier fängt sogar das Long Distance Mine an der dritten Basis, der potenziell dritten Basis von Taraner. Da wird direkt ein Ravager aus dem Leben gefetzt. Jetzt hier gibt es Corrosive Bites. Und das schöne Micro hier von Kalasur rettet hier auch den zweiten Panzer noch. Und dafür verliert hier Snoot gerade ziemlich viel bei diesem Vorwärtspushen und hat hier gerade mal einen Bunker getötet, ohne großen Inhalt dabei anzukratzen. Jetzt ist noch der Overlord mit da und damit gerade keine Vision für den Zerg. Der nächste Overlord braucht lange. Das ist nicht mal ein Overlord, das ist eine Queen. Der nächste Overlord würde hier rumstehen. Also Snoot baut hier oben einen Overlord. Das wäre natürlich noch eine Option, die er hat. Aber und dann Snoot stellt sich hier breit auf, wartet, dass Taraner runterkommt. Aber ich glaube, er hat schon, ja, er hat schon gesehen, dass das hier nicht mehr wirklich gemacht werden kann. Dass hier Kalasur zumindest nicht brechen kann und seine Transition kommt viel zu spät. Hier drüben, ah, da war noch ein Liberator, der ist mir komplett entgangen. Das heißt, das hat Snoot hier gesehen und ja, damit keine Economy mehr, die er vernünftig einsetzen kann. Hat hier natürlich keine Queen zum aktuellen Zeitpunkt, das ist alles vorne. Und somit GG von Snoot. Die BO hat nicht funktioniert und damit der Ausgleich hier für den blauen Turn für Kalasur. Und damit sehen wir eine Entscheidungskarte. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ich sehe beim nächsten Replaycast. Bis dahin und ciao.